Die Meinungen gehen auseinander. Finde ich persönlich ja schön. Ja? Ich finde es ja geil, wenn die Leute Kritik üben, insofern die halbwegs vernünftig ist. Und der Plan eigentlich war heute, euch nochmal die Farben zu zeigen. Ja? Ist aber schwierig, weil, weiß ich nicht, Wetter spielt vollkommen verrückt. Da ist schon wieder komplett schwarz. Da war es gerade noch hell. Sah richtig gut aus. Wolken. Ja? So, weil ihr habt den ja alle, oder die meisten von euch auf jeden Fall, haben ihn noch nicht live gesehen. Und wenn ihr den aber mal live seht, ne, dann werden auch die Kritiker, die sagen, das wäre eine Vollkatastrophe, sagen, okay, alles klar, Jan, du hast recht, es ist abgefahren. Es ist nämlich wirklich abgefahren, weil dieses Farbenspiel, ja, hier mit diesen wunderschönen Rädern zum Beispiel, kommt ja auf der Kamera und auch Fotos leider nicht so geil rüber, wie in echt. Ja? Ich habe ein, zwei Fotos gemacht, die gehen, aber so richtig zufrieden bin ich auch nicht. Also müssen wir eigentlich was machen, dass ihr den Bock live seht. Im letzten Video zu unserem Gewinnspiel, was natürlich auch immer noch läuft, ja, also gerne mitmachen, heißt einfach im Shop bestellen und mit der Bestellnummer nehmt ihr teil. Wichtig, AGBs bestätigen. Sonst nehmt ihr nicht am Gewinnspiel teil. Falls ihr was gekauft habt, das hatten wir nämlich jetzt schon zweimal, und vergessen habt, in der Nervosität da drauf zu klicken, kein Problem, einfach bei der Service-Hotline anrufen und die regeln das dann. Wir brauchen dann noch einmal eine E-Mail von euch und so weiter, damit das auch alles korrekt ist. Kriegt man aber alles im Nachgang geregelt. Ja, aber die Farbe, ja, die müssen wir euch halt irgendwie mal zeigen. So, und das machen wir. Wir wollen euch auch den 996 zeigen. Ja, da werden wir irgendwie ein kleines Event basteln, denke ich mal. Ich überlege mir was. Und da wird dann das Schätzchen auch stehen, damit ihr euch diese Farben angucken könnt. Ja? Weil da wird nämlich auch der größte Kritiker sagen, dass es geil ist. Und vor allen Dingen alle, die geschrieben haben, es wäre eine IKEA-Edition. Nein, das ist lila. Das ist nicht blau. Das ist ultraviolett, original Porsche-Farbe. Verstehst du? Ja, super schön. Ich finde es geil. Ich finde es wirklich geil. Ja, und ich habe jetzt auch noch keinen gesehen, der das Ding echt in echt gesehen hat und gesagt hat, sieht scheiße aus. Oder Max, hast du irgendwann? Hast du gesagt, der wäre scheiße? Der ist super. Ja, aha. Super. Ja. Nee, jetzt aber ohne Spaß. Es ist wirklich schön geworden. Ja, also da haben die lieben Freunde aus der Sonderwunschabteilung wirklich ganze Arbeit geleistet. Sehr, sehr geil. Ja, ich freue mich auch. Riesenaufwand übrigens, die richtige Aufkleberfarbe zu finden. Auch da haben die Jungs und Mädels von Porsche tatsächlich alles gegeben. Wir haben sehr, sehr viele E-Mails geschrieben und hat exzellent funktioniert. Im Innenraum wird es in Zukunft auch noch ein kleines Upgrade geben. Erzählen wir euch aber dann. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch 5 Meter fahren können, weil fahrenderweise sieht das Auto noch ein bisschen geiler aus. Ja? Auch da wird die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass bei diesem seltsamen Wetter, also da vorne geht wahrscheinlich auch gerade die Welt unter, die Farbe richtig rüberkommt, aber das kriegen wir noch geregelt. Was übrigens auch lustig ist, du kannst ja hier quasi wie früher im Rennauto mit Schaltstock fahren. So, ne? Also du kannst dann hier hochschalten, so runterschalten. Habe ich vorher beim GT3 oder so nie gemacht. Wirklich nie. Ne? Und jetzt bei dem Auto mache ich es irgendwie gefühlt nur noch, wenn man so gechillt auf der Straße unterwegs ist. Weil die Schaltpedals hier, die sind quasi vom Cup-Auto. Ne? Und wenn ihr jetzt so easy durch die Gegend rollst und nicht willst, dass das Auto selber schaltet, finde ich das halt deutlich angenehmer als mit den Pedals, weil, jetzt pass mal auf, wenn ich schalte, pass auf, also du musst, da ist nicht so wie
im 911er, weißt du, wo du so einfach so durchschaltest, sondern da musst du schon relativ kräftig zulangen. Da finde ich das hier tatsächlich angenehmer. Also, vielleicht liegt es auch an meinem Alter, ne? Ich weiß es nicht, aber ich finde es irgendwie geiler. So easy. Weißt du? Bisschen Oldschool-Vibes. Vielleicht bin ich auch einfach zu viel 911 ST gefahren und bin hier in meinem Traumland immer noch mit diesem Auto unterwegs. Das kann natürlich auch sein. Jetzt fahren wir hier mal 8 Meter Autobahn. Soundtechnisch muss ich sagen, ist schon echt gut. Schätzchen ist natürlich noch nicht eingefahren. Das heißt, wir bewegen uns so bei 4.000 bis 5.000 Umdrehungen maximal, wenn er warm ist. Aber ist eh egal, weil jetzt fahren wir in den Stau rein. Ah, schade Schokolade. Ja, aber ist egal, weil Auto ist trotzdem sensationell, auch im Stau. Ja. Ich habe letztens ein lustiges Reel gesehen, aber ich unterstütze das nicht so ganz, weil da stand irgendwas von wegen Money can't buy happiness, also mit Geld kannst du keine Glückseligkeit kaufen, was ich 100% genauso sehe. Ja, ist scheißegal, jetzt musst du die richtigen Leute um dich rum haben. Mindset. Und dann stand da so drunter, aber im Porsche heult es sich einfach schöner. Ja? Das war doch nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich genauso wie mit der Staustäherei. Ne? Haben wir auch schon oft gehört, ja, im Stau bringt er dir auch nichts. Lieblingsspruch von meiner Mutter übrigens. Ja, da gibt es ja auch viele, die sagen, ja gut, stehst halt lieber im Elber im Stau als, weiß ich, Nissan Micra. Jetzt im Fall meiner Mutter. Ja. Naja, egal. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass es so ist, aber ich fand es irgendwie lustig. Ja. Stau ist trotzdem scheiße. Weil wir wollten ja jetzt hier mal so ein bisschen wenigstens. Also es ist noch nicht eingefahren, das Schätzchen. Momentan komme ich auch überhaupt nicht dazu. So viele Sachen, unser Gewinnspiel, sehr viel Arbeit. Meine Jungs und Mädels, die mich unterstützen, was den Online-Shop angeht von PCH, die geben so geisteskrank Vollgas. Auch die haben alle Hände voll zu tun. Und ich bin echt sehr, sehr, sehr froh, dass ich die habe. Weil sonst, weiß ich nicht, wenn ich das alleine machen müsste, dann wäre wahrscheinlich noch nicht eine Kaffeetasse verschickt. Und wäre auch noch kein Hoodie verschickt und kein Aufkleber. Und wahrscheinlich würde ich auch den Aufkleber dahin schicken, wo der Hoodie hingehört und andersrum. Da bin ich wirklich dankbar für. Und wie gesagt, es ist für alle sehr, sehr viel Arbeit im Moment. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Und ich finde es schön, dass es so gut angenommen wird. Ich habe zwar auch irgendwie so ein, zwei echt blöde Nachrichten bekommen. So von wegen so, ja, jetzt verramscht die Sachen aus seinem Shop und stellt den Leuten so ein Auto dann quasi ja, zum Gewinn dahin. Da habe ich gedacht, okay, also ich habe mir wirklich, oder nein, wir haben uns wirklich den Arsch aufgerissen, um das überhaupt machen zu können. Weil es ist natürlich auch viel Planung und du musst das alles super akkurat machen. Da darfst du dir keinen Fehler erlauben. Und ich habe mir natürlich was dabei gedacht, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist eine schöne Aktion, ich finde es geil. Es ist viel schöner meiner Meinung nach als ein Sale, weil ein Sale hasse ich. Weil Sale ist eigentlich nur Bestrafung für die Leute, die vorher den vollen Preis bezahlt haben. Und für mich ist es einfach nur, also aus meiner Sicht, eine Möglichkeit, jemandem aus der Community die Chance oder euch die Chance zu geben und dann am Ende jemandem aus der Community die Chance zu geben, so ein Auto zu besitzen. Und ich denke mir, das ist doch total geil. Aber irgendwie, weiß ich nicht, gibt es dann doch ein, zwei Leute, die es irgendwie scheiße finden. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich dann auch nicht zu Ende gedacht. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nur, dass die Leute Spaß haben und sich am Ende des Tages über so ein Auto freuen können. Und damit durch die Gegend heizen können und Spaß haben. Aber egal. Wie immer, man kann es nicht allen recht machen. Ne? Aber so ist das halt im Leben. Mir kann man es heute auch nicht recht machen, weil ich muss jetzt hier mit dem Auto das erste Mal durch den Regen fahren. Und ich muss sagen, mich belastet es mental unheimlich. Ja? Hat wahrscheinlich hauptsächlich damit zu tun, dass ich mit dem Auto in keine Waschstraße fahren muss und ich den jetzt selber mit abwaschen muss.
sich das anhört. Ne? Nein, so sehr Gode hat sein Auto selber mit der Hand waschen, um Gottes Willen. War natürlich nur ein Spaß. Ich würde es gar nicht übers Herz bringen, mit dem Eimer in die Waschstraße zu fahren. Ich hätte einfach viel zu viel Angst, dass der Flügel dann doch abbricht. Weißt du? Durch käme ich nicht drauf klar. Na egal. Wir waschen ihn mit der Hand. Besten Produkte habe ich schon. Da gibt es in Kürze auch schöne Aktion und einen kleinen Rabattcode zu. Ihr kennt das ja. Ne? Ja. Kann ich mal sagen. Nebenbei. So, jetzt fahren wir hier durch das Kackwetter. Wollten euch noch ein paar schöne Fahraufnahmen geben. Da wird wohl nichts. Also, nächste Video, mehr Fahraufnahmen. Und dann werden wir mal das Schätzchen uns ganz genau im Detail angucken. Wir setzen immer auf die Hebebühne, gucken uns das Ding mal von unten an, erklären euch mal das Lenkrad. Ich weiß, es gibt schon einige Videos, aber mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen, die einfach verkehrt waren und falsch wiedergegeben wurden. Deswegen werden wir da ein paar Sachen richtig stellen, freue ich mich drauf. Mit diesem Auto werden wir noch viele, viele schöne, so kleine verspielte Detailvideos machen, viel Technik und ja, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich finde nämlich genau das an diesem Auto geil. Optisch und so weiter, Hammer, finde ich aber zum Beispiel in ST schöner, weil er so minimalistisch ist. Aber technisch und die ganzen verspielten Raffinessen, wie sich hier die Freunde in Flach und weiß auch so einfallen lassen, finde ich geisteskrank. Und die sollten wir mit euch teilen. Vor allen Dingen jetzt im Winter, wo wir nicht fahren können. Ja? Wobei so eine Dachbox in Lila und Winterräder, da kommen ja schon wieder neue Ideen. Naja, dazu später mehr. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt, was wollt ihr über dieses Auto wissen, was wollt ihr sehen, dann bitte in die Kommentare schreiben. Werden wir euch mit allem ganz schonungslos versorgen. Ja, also haut es in die Kommentare. Wir gehen jetzt Auto waschen. Tschüss.